Es ist 7.10 Uhr, ich muss mich ein bisschen beeilen. Heute ist Valentinstag, das ist mega das große Ding in Amerika und alle meine Freunde haben ein Date, weil sie alle Freunde haben, also nicht alle. Und ich habe heute nur bis um 10.30 Uhr Schule, denn dann werden wir entlassen von der Schule, damit wir auf das Basketballspiel von unserer Schule gehen können, denn unsere Schule kämpft gerade um den Alabama-Titel. Also, und heute ist Blackout, also wir müssen alle schwarze Sachen tragen. Aber ich habe mich noch nicht umgezogen, weil mir kalt ist und ich lieber in diesem Sweater bleiben möchte, aber okay. Okay, ich bin jetzt in der Schule. Man sollte vor 8 Uhr nicht in die Klasse gehen, also in den Klassenraum. Es ist 7.50 Uhr. Aber ich bin in dem Freshman Center, also das heißt, dass hier nur die neuen Klässler sind. Und ich bin ja F-Klässlerin und deshalb darf ich schon immer früher in die Klassen. Speech and Debate. Und wir haben funktionierendes Schul-WLAN. Are you vlogging? Yeah. Yay! We got the bag. You're too pretty for my vlog. I'm gonna cut you out. Just I want the bag. This one's mine. Okay. This. I'll figure this out. Watch. Dylan. This is a Chipotle avocado melt with the mega sister shears. Dylan, I'm waiting. I got kids. Whoa. This is yours, baby. Wait, yeah, you got chips! This is like the best sandwich ever. Jackie, Hey, vlog. Hello. Valentinstag und ich habe Blumen bekommen. Ich bin froh. Ich bin so glücklich. In Amerika ist das so ein riesiges Ding, so Valentinstag und jeder geht mit irgendjemandem auf ein Date und wenn man kein Date hat, dann geht man mit seiner besten Freundin so. Jeder beschenkt hier so jeden irgendwie und das war so süß. Ich habe meinen Freunden was geschenkt und die haben mir was geschenkt. Süßigkeiten. Und ich habe Blumen bekommen. Ja, was ich sagen wollte, aber das hat mich heute voll glücklich gemacht, weil ich mit meinen Freunden unterwegs war, dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich Blumen bekommen und dann war ich so, ich habe es halt gar nicht erwartet. Ja, keine Ahnung, ich gebe jetzt voll an anscheinend, aber was ich sagen wollte, Valentinstag in Amerika ist irgendwie ganz anders als in Deutschland. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, das so mitzubekommen. Rico, go back. Where's my egg muffin? Breakfast all day. Be safe. Breakfast. I am lunch. And whatever. Okay, I love you. Okay, es ist jetzt Freitagmorgen, der 15. Februar. Ich habe heute schulfrei. Ich habe vergessen, warum, aber ich habe heute schulfrei. Heute Morgen war der Hufschmied da. Falls ihr es nicht wisst, meine Gastfamilie hat 4 Pferde. Als ich hierher kam, hatten die nur 2 Pferde und jetzt sind es 4 Pferde und ein Esel. Und dann mussten wir die halt alle fertig machen und so. Und dann kam der Hufschmied und bla. Als der Esel gerade gemacht wurde, hat mein Körper verrückt gespielt und mir wurde schwarz vor Augen. Und ich dachte mir so, okay, trotzdem muss ich diesen Esel halten. Ich liebe dieses Lied. Jetzt habe ich Lipgloss auch noch. Guten Morgen, ich saß, als hätte man mir ins Gesicht getreten. Ich bin sehr müde. Meine Familie ist gerade in der Kirche, es ist Sonntag. Ich
bin nicht mitgegangen. Okay, ich werde eine Banane benutzen, Acai, ein Avocado-Toast und dann noch ein Bärenmix. Und dann habe ich noch ein Proteinpowder. Fun Fact, ich mochte nie Avocados, bis ich nach Amerika kam. Und dann habe ich angefangen, die zu mögen. Erstmal die Bowls fertig. Stop it! What are you doing? I want chocolate. I don't have chocolate. Yes, you do. No, I don't. Yes, you do. Where? In that chocolate thing. In the red heart? Yeah. Yeah. Mm. It's not chocolate you would like. Can I try some? I'm taking a video. Are you taking a video? I look real fast. Get out of this. We were taking pictures outside in the rain. And I'm a good photographer. And he's a good model. Aw, thanks. Aw, you're welcome. But I'm like soaking wet now. And I jumped in the water because it's fun. And he jumped in the water and sweat now. Ow, like a cotton umbrella. Was that cute? Wait, should I twirl it? Oh, there was no water. Does it look like the rain is...